Mein Name ist Fabian. Ich werde heute hier den letzten Vortrag in diesem Raum halten. Das Thema ist Privoxy bzw. das Privoxy-Ökosystem. Ich hatte ursprünglich überlegt, den Vortrag einfach nur das Privoxy-Ökosystem zu nennen und dann darüber zu sprechen, was man halt mit Privoxy noch machen kann. Aber da das der erste Privoxy-Vortrag seit vielen Jahren ist und der erste, den ich halte, also ich bin jetzt seit 10 Jahren beim Privoxy-Projekt aktiv und ich habe noch nie was zu Privoxy gesagt und ich habe häufig, wenn ich mit Nutzern spreche, das Gefühl, dass sie Privoxy halt überhaupt nicht ausreizen, also dass sie nicht nur irgendwie zusätzliche Programme, die mit Privoxy gut zu kombinieren sind, nicht einsetzen, sondern auch, dass sie generell Privoxy noch nicht ausreizen. Von da habe ich den Vortrag jetzt so gegliedert, ich werde erst ein bisschen zu Privoxy selbst sagen, dann ein paar Beispiele geben, was man mit Privoxy machen kann und dann am Ende auf das weitere Privoxy-Umfeld eingehen. Das heißt auch zusätzliche Programme vorstellen, die man gut mit Privoxy kombinieren kann. Da hier jetzt das Publikum sind ja jetzt nicht so viele Leute, denke ich, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr euch einfach melden. Also wenn ich habe sehr viele Screenshots mitgebracht, einfach damit ich alles mal irgendwie kurz zeigen kann. Ich werde verschiedene Konzepte vorstellen. Wenn dann dazu noch Fragen sind, gehe ich gerne tiefer ins Detail, dann bitte einfach melden. Privoxy steht ursprünglich für Privacy Enhancing Proxy. Das ist, habe ich auch erst ein paar Jahre später erfahren, nachdem ich Teil des Projektes war. Es ist auch mittlerweile gar nicht mehr so wichtig. Privoxy ist ein HTTP-Proxy, das heißt, es wird zwischen dem Webbrowser und dem eigentlichen Internet eingesetzt. Ein Anwendungszweck von Privoxy ist die Werbeblockung, also Werbung unterdrücken. Dazu, darauf werde ich heute nicht spezifisch eingehen. Und dazu würde mich auch noch interessieren, nutzt jemand hier bereits Privoxy oder seid ihr alle jetzt komplett neu? Okay, also ein paar Handzeichen. Nutzen Leute andere Adblocker? Also das. Okay, also weil es ist so, die bei Privoxy, die Werbeunterdrückung, die basiert halt auf einer Liste von Heuristiken, wie es auch bei vielen anderen Werbeblockern ist. Und wir aktualisieren die Liste eigentlich eher selten und ich habe trotzdem das Gefühl, das funktioniert relativ gut. Also von daher würde mich das interessieren, falls hier jemand, war das eine Frage oder? Ich habe es akustisch nicht ganz verstanden. Kannst du es nochmal wiederholen? Ja, mein Deutsch ist. Ich wollte nur fragen, wie gut ist beispielsweise die Webseiten von einbauen, dass die Werbeunterdrückung erkannt wird. Und dann der Gruppe wieder den Adblock beispielsweise aktivieren. Okay, also die Frage war, wie gut Seiten, die erkennen, ob ein Webblocker da ist oder nicht, ob die erkennen, dass Privoxy da ist und wie die dann reagieren. Dazu habe ich später auch noch ein Beispiel. Aber erstmal dazu möchte ich sagen, also Privoxy hat, würde ich sagen, optimistisch geschätzt wenige Millionen Nutzer, also selbst vielleicht noch eine 2-stellige Millionen Nutzerzahl. Und von daher ist das jetzt nicht so, dass ich irgendeine Webseite hinsetzen würde und sagen, wir machen jetzt spezifisch was gegen Privoxy. Also von daher ist es durchaus möglich, dass vielleicht ein Webseitenbetreiber sagt, wir machen jetzt was gegen Webseiten, Adblocker XY, weil wir denken, dass der gerade die Marktmacht hat, aber dass sich jetzt jemand spezifisch Privoxy anguckt, das wäre mir nicht bekannt. Aber grundsätzlich wäre das technisch möglich und auch von dem Grundprinzip von Privoxy wäre das auch schwierig, das komplett zu verhindern. Aber ich habe gleich noch ein Beispiel dazu. Also häufig sind halt diese Erkennungsmechanismen nicht so wirklich ausgereift und dann kann man das in der Regel auch umgehen. Was Privoxy noch macht, es verändert Anfragen und die Antworten, die zurückkommen. Und ein weiterer Einsatzzweck ist einfach nur, dass man Privoxy als HTTP-Router verwenden kann. Also es gibt Leute, die sagen, ja, Werbung ist mir egal, gucke ich mir gerne an und oder es ist, beeinträchtigt mich einfach nicht. Aber ich möchte gerne einstellen, dass wenn meine Anfrage von dem Browser kommt, dann soll die bitte direkt ins Internet gehen. Wenn die von dem Browser kommt, dann soll die irgendwie über Tor geroutet werden. Oder wenn die von dem Browser kommt, dann soll das irgendwie über SSH zu einem anderen Server von mir geleitet werden. Also auch das kann man mit Privoxy machen. Wichtig zu erwähnen ist aber auch noch, dass Privoxy, da Privoxy ein Proxy ist und nicht direkt mit dem Browser interagiert, hat das, kann das nicht tiefer in die Innereien von dem Browser eingreifen und von daher ist das, sollte man nicht überschätzen, was Privoxy tun kann und was es nicht tun kann. Also zum Beispiel Privoxy ist grundsätzlich kein Virenschutz und ist auch gar nicht dafür gedacht, aber das ist halt häufig ein Missverständnis, was Anwender haben.
Aber zusätzlich ist es auch so, man sollte erstmal mit der Absicherung des eigenen Browsers anfangen und dann kann man eventuell noch zusätzlich Proxy sinnvoll einsetzen und was weiteres tun. Aber wenn man irgendwie sagt, ich habe jetzt nur vielleicht eine Stunde Zeit, irgendwas zu tun, dann ist es wahrscheinlich deutlich effektiver, sich mit der eigenen Browserkonfiguration zu beschäftigen, als jetzt noch irgendwie einen weiteren Proxy dazu zu schalten und dann die Komplexität zu erhöhen und eventuell dann mehr Probleme zu haben. Achso, und das sogenannte Browser-Fingerprinting, weiß ich nicht, inwieweit das euch vertraut ist. Also es gibt Webseiten, die versuchen, einen Nutzer an Merkmalen zu erkennen, die der Nutzer eigentlich gar nicht senden muss und die dann beispielsweise sagen, ja, das ist jetzt mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Browser sowieso, unter Betriebssystem sowieso, mit Plug-in-Version sowieso. Und wenn man das komplex genug macht, dann kann man auch darüber einen Nutzer wieder erkennen, auch wenn irgendwie Cookies deaktiviert sind und so weiter. Dazu muss man auch sagen, also Privoxy kann den Fingerprint verändern und kann diese Mechanismen ein bisschen erschweren, aber das ist in der Regel eher ein Nebeneffekt und man sollte nicht davon ausgehen, dass man irgendwie mit Privoxy sich komplett dagegen schützen kann und man sollte auch nicht hingehen und zu sagen, ja irgendwie, ich verhindere jetzt das Fingerprinting komplett. Also Privoxy wird in der Regel den Fingerprint ein bisschen verändern, aber das kann jetzt positiv oder negativ sein, das hängt halt davon ab, wie das Fingerprinting überhaupt versucht wird. Und dazu kommt noch, aus meiner Sicht wird das Fingerprinting auch ein bisschen überschätzt. Also ich habe den Eindruck, dass die meisten Webseiten halt sich überhaupt nicht die Mühe machen, das zu tun, weil halt sehr viele Nutzer einfach überhaupt nicht irgendwie Cookies konfigurieren oder sowas und einfach alles akzeptieren, sodass man Fingerprinting eigentlich nur bräuchte, um irgendwie noch einen ganz kleinen Bruchteil zusätzlicher Nutzer zu erkennen, dass sich das dann so aus Kosten-Nutzen-Sicht überhaupt nicht lohnt. Kommen wir zu den unterstützten Plattformen mit offiziellen Paketen. Ich habe offiziell in Anführungszeichen gesetzt, weil es gibt da keine richtige Definition, was offiziell ist. Ich habe das jetzt, also für mich sind diese offiziell in Anführungszeichen, weil es da auch Entwickler im Privoxy-Team gibt, die sich auch selber darum kümmern. Wenn man jetzt eine Distribution hat, die nicht auf dieser Liste ist, dann ist das sehr wahrscheinlich, dass trotzdem Privoxy bereits paketiert ist, aber es ist dann halt von jemandem von der Distribution paketiert und dementsprechend könnte es sein, dass wenn man eine Support-Anfrage hat und die ans Privoxy-Projekt, also uns, gestellt wird, dass wir dann eventuell nicht so gut helfen können und es kann auch sein, dass wir, dass da irgendwelche Änderungen drin sind, die wir nicht kennen und ja. Grundsätzlich die weiteren Plattformen, hier laut der Doku, also in der Regel läuft Privoxy überall, besser oder schlechter, das hängt immer darauf an, aber wenn man irgendwas POSIX-kompatibles hat, dann kann man eigentlich davon ausgehen, dass Privoxy zumindest kompilierbar ist und auch wenn man eine gängige GNU-Linux-Distribution hat, kann man davon ausgehen, dass Privoxy paketiert ist. Ja, bald nicht mehr unterstützte Plattformen, also Privoxy läuft derzeit laut Dokumentation auch noch auf Amiga, OS 2 und QNX. Dazu muss man aber sagen, das wurde schon länger nicht mehr getestet und das wird wahrscheinlich jetzt in naher Zukunft entfernt. Würde mich interessieren, nutzt ihr jemand Privoxy unter Amiga, OS, OS 2 oder QNX? Okay, also ja, das ist so die Nachfrage, mit der ich gerechnet habe. Zu den Abhängigkeiten, also wenn man Software selber kompiliert oder Software neu baut, dann ist das ja auch häufig lästig, wenn man viele Abhängigkeiten hinterherzieht. Bei Privoxy sind die Abhängigkeiten, halten sich im Rahmen, also es ist einmal PCIe und Zlib. Bei den meisten Betriebssystemen sind die eh schon installiert, wenn man halt ein bisschen dazu installiert hat. Also wenn man eine grafische Oberfläche hat und auch irgendwie andere Programme installiert hat, dann kommt häufig keine weitere Abhängigkeit mehr dazu, wenn man Privoxy installiert. Wenn man kompilieren möchte, braucht man zusätzlich noch GNU Autoconf, GNU Make und halt einen C-Compiler, aber doch, das ist ja eigentlich eher üblich. Ja, zur Installation und zum Selberbauen, das ist eigentlich wie bei anderen Paketen auch, von daher wollte ich da jetzt gar nicht so sehr drauf eingehen, es gibt dazu Fragen. Und ich würde auch empfehlen, dass wenn man Privoxy irgendwie nur mal kurz testen möchte, dann kann man auch einfach das nutzen, was einem die Distribution anbietet und dann erstmal hoffen, dass das möglichst funktioniert und mit dem Selberbauen kann man immer noch anfangen, wenn man irgendwelche Probleme hatte. Ja, das ist die übliche Konfiguration. Einfach bezieht sich hier im Sinne von geringe Komplexität, nicht im Sinne von irgendwie einfach zu konfigurieren. Also ist natürlich auch nicht schwer, so zu konfigurieren, aber das ist jetzt einfach die Konfiguration, die die meisten Nutzer haben. Also sie haben einen Browser und Privoxy und nutzen dann damit das Internet. Um diese Konfiguration zu erreichen, muss man halt der Anwendung irgendwie sagen, dass sie Privoxy nutzen soll. Wenn man die Kommandozeile nutzt, kann man diese Variablen exportieren. Wenn man eine grafische Anwendung hat, dann werden diese Anweisungen in der Regel ignoriert. Das heißt, man muss das zusätzlich auch noch an Anwendungszwischiefes machen. Hier ist das mal ein Beispiel von Firefox gezeigt. Also es ist, ja, wenn man schon mal einen Proxy konfiguriert hat, ist das genauso. Was man noch erwähnen könnte,
Also hier bei dem Firefox-Menü sieht man auch noch zusätzlich FTP und SOX. Also Pivoxy unterstützt beides nicht. Aber bei manchen Anwendungen ist das so, wenn man irgendwie da nichts einträgt, dann gehen dann doch noch irgendwelche Anfragen raus und gehen dann nicht über den Proxy, den man möchte. Von daher kann das sinnvoll sein, auch da Pivoxy einzutragen, auch wenn der Client dann nur eine Fehlermeldung bekommen würde. Bei Firefox gibt es da derzeit meines Wissens keine Probleme, aber wenn man halt eine Anwendung hat und auf ein Fenster guckt, wo ganz viele Löcher sind, sollte man am besten überall Pivoxys Adresse reinschreiben und dann ist dieser Fehler geringer, dass er auftaucht. Bei der IP-Adresse kommt hinzu, also wenn man Pivoxy auf dem gleichen Rechner läuft, ist das ja in der Regel 127.0.0.1. Bei mir ist das halt eine andere IP-Adresse, weil ich das in einem Jail nutze, also in einer abgekapselten Konfiguration, aber das ist nicht zwingend erforderlich. Pivoxy hat ein Webinterface, mit dem man zum einen die Konfiguration ansehen kann, aber eingeschränkt auch die Konfiguration ändern kann. Auch bei Fehlerdiagnosen kann man auf das Webinterface zurückgreifen. Und darüber kann man dann auch testen, ob der Client wirklich Pivoxy nutzt. Also in diesem Fall sieht man die Adresse, also dieses PP. Das ist halt, wenn Pivoxy aktiv ist, wird diese Anfrage nicht ans Internet weitergeleitet, sondern wird von Pivoxy selber genutzt. Und dann sieht man halt diese Oberfläche. Eine Rückfrage, die hat jeder schon mal gesehen oder hat die noch nie jemand gesehen? Okay. Man kann sich hier den Status der Konfiguration anzeigen. Ich habe hier meine übliche Konfiguration genommen. Das heißt, da sind ein paar Dateien drin, die standardmäßig nicht verfügbar sind. Aber das Grundsätzliche ist halt, man kriegt eine Liste von den Konfigurationsdateien und kann sich dann den Inhalt anzeigen lassen. Man kann sich die Konfiguration zeigen lassen und kriegt dann jeweils einen Link, wo man nochmal in der Dokumentation gucken könnte, was bedeutet das jetzt. Und man kriegt angezeigt, mit welchen Optionen Pivoxy kompiliert wurde. Das kann man in den meisten Fällen ignorieren, aber bei manchen Optionen, da muss man halt zusätzlich sagen, dass man die haben möchte. Und wenn man feststellt, oh, ich habe Funktionen sowieso nicht, obwohl mir die versprochen wurde, kann man hier gucken, habe ich überhaupt einen Anspruch dazu? Also wurde überhaupt beim Kompilieren gesagt, dass ich das und das haben möchte. Zusätzlich kriegt man noch eine vereinfachte Statistik davon, wie viele Anfragen geblockt werden. Hier sieht man, Pivoxy läuft noch nicht so lange und von daher wurde da noch nicht so viel geblockt, beziehungsweise nichts. Ich hatte gesagt, dass man über das Webinterface auch die Konfiguration anpassen kann. Das geht nur sehr eingeschränkt und es wird eigentlich auch nicht mehr empfohlen. Das ist einfach so, weil es gibt da derzeit keinen Passwortschutz. Und es werden zwar wird ein bisschen versucht davon zu verhindern, dass jemand daran editiert, der nicht editieren soll, also dass irgendeine Webseite, die man aufruft, anfängt, da zu editieren. Aber man muss realistisch sagen, dass wenn man irgendwie Webseiten erlaubt, dass sie auch irgendwie Java oder sowas aufrufen, also Java und nicht JavaScript. JavaScript sollte da nicht drauf zugreifen können. Dann könnte halt auch da eine Anwendung irgendwie die Konfiguration verfälschen. Aus Sicherheitsgründen ist das daher deaktiviert und das ist auch hier eher als Funktion erwähnt, die halt da ist, aber in der Regel kann man das halt auch über einen Texteditor machen und hat dann sogar noch mehr Funktionen. Aussehen würde das so, also das ist das gleiche Menü, was man gerade auch schon gesehen hatte, nur dass jetzt ein Edit-Button bei den Dateien dabei ist, wo Pivoxy auch schreibend darauf zugreifen darf. Wenn man dann auf diesen Button klicken würde, sieht man sowas, das heißt, man sieht einen Teil der Konfiguration und kann dann anpassen, was da drin steht. Auf die Details der Konfiguration werde ich gleich noch kurz eingehen. Man kann bei Pivoxy sagen, dass ein Teil der Funktionalität erstmal ignoriert werden soll. Auch diese Funktion ist standardmäßig erstmal deaktiviert. Das kann sinnvoll sein, wenn man ein Problem hat, wo man vermutet, dass Pivoxy dran schuld ist. Da kann man erstmal sagen, dass Pivoxy halt sich ein bisschen zurückhalten soll. Dann kann man gucken, ob das Problem erledigt ist und dann Pivoxy wieder voll dazu schalten. Was das Webinterface auch zeigt, ist, wie die Anfrage aussah, als sie Pivoxy erreicht hat und wie Pivoxy die verändern würde. Dazu komme ich auch später noch. Man kann sich außerdem auch noch anzeigen, was Pivoxy machen würde, wenn eine Anfrage für eine bestimmte URL käme. Das heißt, man hat ja in der Regel eine komplexe Konfiguration mit mehreren hundert oder tausend Abhängigkeiten und es hängt halt von der Anfrage ab, was Pivoxy damit macht. Und hier kann man dann halt testen, was konkret in einem bestimmten Fall gefahren werden würde. Das sieht dann so aus, also man bekommt einmal gesagt, wie die Anfrage weitergeleitet werden würde und man bekommt zusätzlich gesagt, welche Aktionen aktiviert würden. Eine Aktion, ja, kommen wir später noch zu, also eine Aktion verändert das, was eine Aktion beeinflusst das, was Pivoxy mit der Anfrage und auch mit der Antwort machen würde.
Also die Final Results sind dann praktisch die Kombination von allen Aktionen, die aktiviert werden. Also eine Aktion kann aktiviert werden, dann kann diese später wieder deaktiviert werden und je nachdem, was dann als letztes zutrifft, das sind dann halt die Final Results. Schlussendlich liefert das Webinterface auch noch die Dokumentation aus. Das kann man auch als ersten Test nehmen, wenn man Prevoxy-Pakete von der Distribution genutzt hat. Also ich würde sagen, ein Paket sollte immer sollte Prevoxy so konfigurieren, dass die Dokumentation von Prevoxy selber ausgeliefert wird. Die Dokumentation findet man zwar auch auf der Webseite, aber die Funktionalität ist da. Und wenn man die Dokumentation dann so liest, dann gehen die Anfragen auch nicht ins Internet raus. Also da kann man dann erstmal so gucken. Und wenn das Paket, was man von einer fremden Distribution genutzt hat, das nicht unterstützt, könnte man zumindest mal den Maintainer fragen, ob das vielleicht übersehen wurde oder bewusst nicht gemacht wurde. Ja, es gibt auch noch eine praktisch nutzlose Version. Seite, da kann man sehen, auf welchem Versionsstand die eigenen Dateien von Prevoxy sind. Das war ursprünglich dafür gedacht, dass man beim Fehlerfall feststellen kann, ja, welche Änderung ist jetzt neu oder auf welchem Stand ist der Nutzer. Aber ich muss sagen, in den 10 Jahren, die ich aktiv bin, habe ich das noch nie irgendwie sinnvoll beim Nutzer gesehen. Und spätestens, wenn wir von CVS auf Git updaten, was wahrscheinlich irgendwann passieren wird, sollte die auch wegfallen. Wenn man Prevoxy wirklich ausreizen möchte oder auch wenn man die Konfiguration anpassen möchte, ist es aus meiner Sicht sinnvoll, wenn man ein ganz bisschen HTTP-Grundkenntnisse auch hat. Also von daher wollte ich hier noch die Grundkenntnisse vermitteln, wo ich sagen würde, so, die sind auf jeden Fall nicht verkehrt. Eine HTTP-Anfrage, die für Webserver gedacht ist, sieht in der Regel so aus. Das heißt, ganz am Anfang gibt es eine HTTP-Methode, dann kommt ein Pfad, und am Ende die HTTP-Version. Und das ist gefolgt noch von ein paar HTTP-Headern. Also zum Beispiel der Host, der angibt, für welchen Server die Anfrage gedacht ist. Und es gibt noch ein paar weitere Dateien, ein paar weitere Header, auf die ich hier nicht im Detail eingehen werde. Wenn ein Proxy angesprochen wird, dann sieht die erste Zeile anders aus. Also es sieht hier, ist das ein relativer Pfad. Und wenn der Proxy angesprochen wird, ist das eine komplette URL. Das ist halt dafür gedacht, dass der Proxy dann auch wieder richtig zuweisen kann, an wen die Anfrage gedacht ist. Das kommt daher, dass ursprünglich der Host-Header, also das in der zweiten Zeile, wo man das auch rauslesen kann, also wenn ich nochmal zurückgehe, das gab es halt in früheren HTTP-Versionen noch nicht und von daher inzwischen wäre das nicht mehr notwendig, dass die erste Zeile alles verrät, aber mittlerweile ist das noch so. Bei der Antwort ist auch wieder die erste Zeile am wichtigsten. Da sagt halt der Webserver grob den Status. Also hier das 200, okay, das sagt halt, die Anfrage wurde korrekt erkannt und verarbeitet und man bekommt dann am Ende nochmal das Ergebnis. Also hier sind am Anfang HTTP-Header, dann eine Leerzeile und dann der eigentliche HTML-Code, also bei einer HTML-Anfrage. HTTPS macht die ganze Sache deutlich schwieriger für Prevoxy und auch HTTPS ist einer der Gründe, warum manche Anwender Prevoxy überschätzen. Bei einer Anfrage, die mit HTTPS geschickt wird, kriegt Prevoxy einen Großteil gar nicht mehr mit. Also das ist dann auch die sogenannte Connect-Methode. Die Connect-Methode erlaubt dem Client, eine Verbindung zu beliebigen Servern aufzubauen. Also vorausgesetzt, der Proxy lässt das zu. Bei Prevoxy kann man das einstellen. Prevoxy geht dann hin, baut die Verbindung auf. Also angenommen, dass sie nicht blockiert ist und schickt dann die Bestätigung, dass die Verbindung steht. Und dann kommt halt sowas und mit sowas kann Prevoxy wenig anfangen. Man sieht hier schon noch irgendwie ein paar Klartext-Sachen. Also ganz am Ende sieht man halt dieses Prevoxy.org. Das ist bei der am Anfang des TLS-Handshakes. Darauf kann man sich auch nicht verlassen. Und wie gesagt, also für Prevoxy kann man dann filtern und sowas schon mal vergessen. Die Anfrage ist ähnlich. HTTP2 ist vergleichbar. Also zum einen, weil Prevoxy HTTP2 noch nicht unterstützt. Das ist aus meiner Sicht ist die fehlende Unterstützung für HTTP2 eigentlich kein Problem, weil alle Webseiten, die HTTP2 auch unterstützen, auch 1.1 unterstützen. Aber das SSL-Problem ist schon eins, wo ich sagen würde, das wird über die Jahre schlimmer werden. So. Kommen wir zur eigentlichen Konfiguration, die wir gerade schon so ein bisschen gesehen hatten. Also ich hatte ja gesagt, eine Aktion könnte aktiviert werden oder könnte deaktiviert werden. Hier sehen wir einen Block, der halt erst sagt, Block im Sinne von Absatz, der halt die Block-Aktion anwendet, mit der Begründung gesperrt wegen XYZ. Das heißt, wenn eine Anfrage kommt, die für den Host Example.org ist, dann würde Prevoxy erstmal die Block-Aktion und die Filter-Aktion aktivieren. In der Sektion darunter sieht man halt, dass die Block-Aktion wieder deaktiviert wurde, also das ist durch dieses Minus. Und das heißt, wenn eine Anfrage kommt, die jetzt für Example.org besonderer, also
besonderer Pfad wäre, da würde Privoxy dann nicht die Anfrage blockieren, aber trotzdem noch den Filter aktivieren, weil der Filter halt nicht deaktiviert wurde. Ich habe hier weitere Aktionen einfach nur mal aufgelistet. Falls ganz am Ende noch Zeit ist, könnten wir nochmal zurückgehen, aber das ist, ja. Ein Privoxy-Filter, der Unterschied zwischen einem Privoxy-Filter und einer Privoxy-Aktion ist, dass eine Privoxy-Aktion, das ist halt in Privoxy selber einkompiliert, die Funktionalität. Da kann man als Anwender sagen, ja, das möchte ich jetzt aktivieren oder nicht. Ein Filter erlaubt einem auch selber zu sagen, was spezifisch gemacht werden soll. Also zum Beispiel, wenn man feststellt, ich habe jetzt eine Webseite aufgerufen und da wird irgendwas nicht gefiltert, was gefiltert werden sollte, dann kann man sich selber einen Filter schreiben und muss dann hier diese Syntax berücksichtigen. Mein Eindruck ist, dass die meisten Nutzer keine Filter schreiben und mit der Konfiguration, die sie per Default bekommen, zufrieden sind. Aber ich würde schon sagen, dass wenn man keine Filter schreibt, dann reizt man Privoxy eigentlich nicht aus und verpasst eventuell etwas. Hier ist ein Beispielfilter. Den wollte ich jetzt nicht im Detail erklären, sondern einfach mal so das Konzept zeigen. Also wie schon hier an dem, in dem Diagramm gezeigt wird, die Regel ist halt, es wird erstmal gesagt, es gibt einen Filter, das ist das Gelbe, also es gibt verschiedene Arten von Filter. Es gibt Filter, die den Seiteninhalt ändern und es gibt Filter, die die Anfrage selber ändern, also die Header. Es gibt einen Filternamen und eine Beschreibung, das ist für Privoxy weniger relevant, also die Beschreibung ist nur für den Nutzer gedacht, damit er irgendwie im Nachhinein auch noch verstehen kann, was der Filter mal sollte, beziehungsweise bei der Konfiguration er sich entscheiden kann, welche Filter aktiviere ich jetzt oder welche nicht. Filter sind einfache Substitutionen, also man kann nur sagen, wenn dieser Text vorhanden ist, dann verändert den so und so. Das Erkennen von Text kann man mit PCRE, also PCRE ist eine Bibliothek, die erlaubt es, Perl-kompatible reguläre Ausdrücke, ist ein bisschen umständlicher zu sagen, zu implementieren. In diesem Beispiel wird halt eine Zeichenkette, die halt P-A-T-E-R-N ist, wird gesucht und danach, wenn danach noch ein N ist und beliebige andere Zeichen, dann trifft diese Bedingung zu. Das heißt, der Filter wird aktiviert und dann kommt diese Substitution. Das heißt, die erkannte Zeichenkette wird ersetzt mit der Zeichenkette Substitution plus das $1 heißt halt, das, was in dem grünen Bereich in den Klammern ist, soll halt wieder eingesetzt werden. Also der Filter macht konkret jetzt nichts Sinnvolles, aber der zeigt halt grundsätzlich das Konzept. Am Ende in dem lila Bereich werden noch ein paar zusätzliche Flags gesetzt. Das U bedeutet, dass Privoxy die kleinstmögliche Zeichenkette finden soll, die zutrifft und nicht halt die größte. Das G heißt, dass es auch mehrere Zeichenketten hintereinander weitererkennen soll. Das I heißt, dass Groß- und Kleinschreibung nicht beachtet werden soll. Und das S ist, dass auch Zeilenumbrüche übersprungen werden können sollen. In diesem Beispiel, wie gesagt, werde ich nur mal grob erläutern. Viele durch dieses einfache Substituieren, das hört sich erstmal sehr primitiv an, aber in vielen Fällen reicht das halt völlig aus. Also man kann damit zum Beispiel sowas sagen, dass wenn das ein Image-Tag ist, also ein Image-Tag wird in HTML verwendet, um ein Bild einzubinden, und wenn die Größenangabe sowieso ist, also hier 88 mal 31 Pixel, dann soll halt die eigentliche URL ersetzt werden. Das ist also 88 mal 31 und es gibt so diverse Größen, die halt in der Regel für Werbung verwendet werden und nicht für irgendwie Nutzinhalte, die der Nutzer auch tatsächlich sehen möchte. Und dann von daher kann man dadurch auch mit einfachen Mitteln schon viel erreichen. In dem Beispiel vorhin hatte ich gezeigt, wie man Aktionen basierend auf anhand der Zieladresse aktiviert oder deaktiviert. Eine weitere Möglichkeit, das zu tun, sind sogenannte Tags. Ein älteres Beispiel ist, dass man anhand der HTTP-Header entscheidet, was gemacht werden soll. In diesem Beispiel wird geschaut, was der Client am ehesten als Antwort erwartet. Also es gibt Anfragen, bei denen man schon erkennen kann, der erwartet der Client ein Bild, oder es gibt Anfragen, wo der Client eventuell eine ausführbare Datei oder sowas erwartet. Und Privoxy kann das sinnvoll nutzen, wenn die Anfrage geblockt werden soll. Also das Problem ist, wenn der
Client eine Anfrage stellt und ein Bild erwartet und Prevoxy würde irgendwie eine HTML-Fehlermeldung schicken, dann wird der Client eventuell eine Fehlermeldung anzeigen oder also ganz modern bei den Clients ist einfach nicht mehr richtig zu funktionieren und das hilft halt dann den Nutzer nicht weiter. Hier ist es aber so, dass wenn Prevoxy erkennt, dass das eine Bildanfrage ist, was dieser Client-Tagger halt macht, dann kann man sagen, dass wenn dieses Tag gesetzt wurde, also dieser Header-Tagger, der schaut sich halt die Anfrage an und wenn die Bedingung zutrifft, in diesem Fall ist das halt, wenn der Accept-Header gesetzt ist und auch noch zusätzlich die Zeichenkette Image drin ist, was halt auf dem Bild hindeutet, dann wird dieses Tag gesetzt und dieses Tag kann man dann in der Konfiguration später abfragen. Als weiteres Beispiel, wo Tagger auch noch sinnvoll sind und das war eigentlich auch der Hauptgrund, warum sie implementiert wurden, ich fand es halt in der Anfangszeit von Tor, da war die Verbindung noch sehr langsam, also von daher wollte ich für größere Downloads die dann nicht über Tor leiten und ich brauchte eine Möglichkeit, wo ich halt sagen konnte, wenn der Client sowieso ist, dann bitte über Tor umleiten und wenn der Client nicht Tor ist, dann nicht über Tor umleiten. Und das kann man über den User Agent machen, den der Client halt mitschickt. Also hier als Beispiel, Fetch ist ein Kommandozeilenprogramm, was im BSD-Umfeld häufig ist, mit dem man halt Dateien runterladen konnte. Und ich wollte halt nicht, dass die, also es ist jetzt hier ein anderes Beispiel, als ich ursprünglich genannt wurde, aber dieses Beispiel sagt halt, dass wenn Fetch verwendet wird, dann soll der Seiteninhalt nicht verändert werden. Also selbst wenn ich Fetch verwenden würde, um eine Seite runterzuladen, die dann normalerweise gefiltert werden würde, die würde dann hier ungefiltert sein. Was halt zum Beispiel bei Binär-Updates irgendwie sinnvoll sein kann. Also Binär-Updates werden sowieso erstmal erkannt und wenn Binär-Updates erkannt werden, dann versucht Prevoxy gar nicht mehr, die zu filtern. Aber für den Fall, dass diese Heuristik nicht funktionieren würde, wird das dann hierüber nochmal zusätzlich gemacht. Eine neue Funktion in Prevoxy 3.0.25, das ist die aktuelle Beta-Version, die in den nächsten Wochen als 3.0.26 Stable released werden wird, sind die Client-Based-Tags. Client-Based-Tags sind Tags, wo der Client sagen kann, ich möchte immer, dass wenn ich meine Anfragen schicke, dann soll die so und so behandelt werden. Ein Problem ist, wenn man Prevoxy in größeren Netzwerken einsetzt, wo es halt eine Prevoxy-Installation auf einem Server gibt und irgendwie ganz viele Clients, dann ist halt das Problem, standardmäßig haben dann alle die gleiche Konfiguration. Und wenn man sagen würde, ja, dann schalte ich halt den Editor an, dass der Client die Konfiguration ändern kann, dann heißt das halt, dass ein Nutzer kann die für alle anderen Nutzer die Konfiguration ändern. Das ist halt in der Regel nicht das, was man möchte. Und die Client-Based-Tags sind dann hier die Lösung für dieses Problem, da kann dann der Administrator von Prevoxy ein paar Profile vorerstellen und den Nutzern sagen, hier, such dir aus, was für dich am besten ist und aktivier das oder deaktivier das. Aber der Nutzer kann nicht einfach hingehen und sagen, ich möchte jetzt, dass für alle das und das gemacht werden. Die Client-Specific-Tags, die muss man erstmal definieren, dafür, dass sie da sind und dann wie bei den Filtern wieder am Ende eine Beschreibung angeben. Das ist auch wieder hauptsächlich für den Nutzer gedacht. Für Prevoxy selber ist es erstmal nur wichtig, dass es diesen Tag gibt. Wenn man die definiert hat, kann man zusätzlich bei den Aktionen sie verwenden und dann halt sagen, wenn das Tag sowieso gesetzt wurde, dann soll halt das und das gemacht werden. Also in diesen Beispielen wird einmal die Limit-Connect-Aktion deaktiviert, wenn das Tag gesetzt ist. Die Limit-Connect-Aktion, die verhindert die Connect-Anfragen. Das heißt, wenn die Limit-Connect-Aktion aktiviert ist, dann kann der Client halt keine HTTPS-Verbindungen aufbauen und so gesehen kann Prevoxy dann nicht so einfach umgangen werden, aber es heißt auch, dass viele moderne Webseiten nicht mehr funktionieren und daraus folgt, dass wenn man jetzt das irgendwie in einer Netzwerk-Umgebung aufbauen würde und mehrere Clients hat und einfach irgendwie HTTPS-Anfragen verbietet, dann werden wahrscheinlich die Nutzer nicht zufrieden sein. Und die anderen Beispiele sind ähnlich. Mit der Konfiguration kann dann der Nutzer auf die Web-Oberfläche gehen und dann halt sagen, ja, dieses Tag und diese Beschreibung, das klingt für mich sympathisch, das aktiviere ich jetzt entweder für die ganze Zeit, also ganze Zeit heißt hier, solange Prevoxy läuft, oder nur für eine begrenzte Zeit. Die begrenzte Zeit kann der Administrator vorgeben. Also der kann sagen, dass wenn das für eine begrenzte Zeit ist für mich irgendwie nur meinetwegen 60 Sekunden, das kann sinnvoll sein, wenn man sagen möchte, dann kann der Nutzer einfach sagen, oh, ich habe einen Fehler auf der Webseite gesehen, dann aktiviere ich dieses Tag, gucke mir nochmal an. Aber wenn ich dann vergesse, das wieder zu deaktivieren, dann habe ich das trotzdem später wieder. Ich hatte ganz am Anfang erwähnt, dass der Client konfiguriert werden muss, damit der Prevoxy nutzt. Das ist
auf jeden Fall sinnvoll, das zu tun. Also wenn man die Wahl hat, den Client zu konfigurieren oder einen Client nicht zu konfigurieren, würde ich immer sagen, den Client konfigurieren. Aber man kann das, wenn man zwischen dem Client und dem Internet sitzt, kann man das auch mit Gewalt machen, indem man sagt, alle Anfragen, die vom Client kommen und wie HTTP aussehen, die leite ich in Privoxy rein. Und ob der Client jetzt Privoxy nutzen möchte oder nicht, ist mir egal. Ein Problem dabei ist dann wieder, dass bei HTTPS das nicht möglich ist. Und hier ist auch das Problem, es ist dann bei HTTPS nicht so, dass Privoxy das einfach nur nicht filtern kann, sondern es ist auch so, dass Privoxy das gar nicht interpretieren kann. Also ein Intercepting-Proxy, also die Anfragen, Abfragen, das funktioniert wirklich nur mit HTTP, ja? Ja, also theoretisch könnte doch Privoxy, wenn er zwischen dem Client und dem Internet hängt, gewissermaßen ein Event in Verbindung machen. Dann würde natürlich im Browser ein Zertifikat wiederholen. Aber theoretisch könnte ich ja meine eigene CA erstellen und das CA-Zertifikat in meinen Browser importieren als Trusting Root. Okay, der Kommentar war, dass Privoxy theoretisch ja die einen Angriff auf die Verschlüsselung fahren könnte und halt ein eigenes Zertifikat ausliefern könnte. Und also das ist korrekt. Und es ist auch so, dass andere Proxys in dem Bereich schon etwas weiter sind. Gerade im kommerziellen und proprietären Umfeld wird das schon gemacht. Und ich finde auch, es wäre schön, wenn Privoxy das könnte. Und Privoxy sollte das auch können. Und es sollte irgendwann auch mal implementiert werden. Also ist auch formal schon irgendwie seit Jahren auf der To-Do-Liste. Aber es ist halt auch eine Funktionalität, die komplex zu entwickeln ist. Also das ist eine Sache, aber auch noch dazu kommt, es ist auch schwierig, das dann so zu dokumentieren, dass jeder Nutzer, der das aktiviert, wirklich die Konsequenzen versteht. Und das ist halt generell ein Problem, was ich mit Privoxy habe. Also es gibt viele Funktionen, die man sinnvoll einsetzen kann, aber es gibt auch viele Funktionen, die man, wenn man die aktiviert und dann falsch verwendet, dann hat man ein großes Problem. Und das würde ich, also einen Angriff auf die Verschlüsselung fahren, da ist halt dann ein häufiges Problem, dass der dass vielleicht irgendwie auch noch ein anderer Man-ins-Mittel drin ist und dass das dann nicht mehr erkannt wird. Und ja, also langfristig ist das geplant. Und im freien Softwareumfeld, Squid ist da auch schon deutlich weiter und man kann auch Squid mit Privoxy kombinieren und kann das dann zumindest, ist dann in der Richtung ein bisschen weiter. Aber auch Squid dafür vernünftig zu konfigurieren und das noch irgendwie einem anderen Anwender zu vermitteln, ja, das ist halt schwierig. Also für die eigene Nutzung kann man das sicher machen und wenn man sich selber konfiguriert, dann hat man wahrscheinlich auch ein bisschen drüber nachgedacht, aber ja, das irgendwie standardmäßig zu aktivieren oder so, das wäre halt keine gute Idee. Achso, standardmäßig akzeptiert Privoxy nur Anfragen, die auch an einen Proxy gedacht sind. Das ist nochmal, um klar zu machen, dass Privoxy ein Proxy ist und eigentlich möchte man ja dem Anwender die Möglichkeit zu geben, was er möchte. Also es könnte halt auch sein, dass die Anfrage Privoxy erreicht, obwohl es nur eine Fehlkonfiguration ist. Von da muss man in der Privoxy-Konfiguration explizit sagen, dass Anfragen, die abgefangen wurden, auch wirklich verarbeitet werden sollen. Die Frage war? Das würde man dann konfigurieren müssen, wenn man den Privoxy als Okay, der Kommentar war, das würde man dann aktivieren müssen, wenn man Privoxy als transparenten Proxy einsetzen würde. Da muss ich sagen, ja und nein. Also der Begriff transparenter Proxy wird dafür häufig verwendet, aber im HTTP-Umfeld ist eigentlich der Begriff, korrekte Begriff Intercepting Proxy. Also der Unterschied ist, dass halt ein transparenter Proxy formal die Anfrage und die Antwort möglichst wenig verändern sollte. Und da Privoxy ja ein Werbeblocker ist, ist das halt in der Regel möchte man halt, dass sowohl die Anfrage als auch die Antwort verändert wird. Also von daher ist es halt möglich, als Privoxy als Intercepting-Proxy zu verwenden, der aber formal kein transparenter Proxy ist. Erstmal Privoxy konfigurieren ist das eine, aber man muss natürlich auch erstmal die Anfragen dann noch abfangen. Das geht in der Regel über einen Paketfilter. Die meisten Betriebssysteme haben ja einen Paketfilter. Ansonsten kann man das über einen Router machen. Hier ist die Konfiguration für PF gezeigt. In der Regel sagt man halt erstmal, dass alle Anfragen, die für den im Web verwendeten Port, also Port 80, gedacht sind und nicht bereits an Privoxy gedacht sind, die sollen halt abgefangen werden und in Privoxy eingeleitet werden. Und dann muss man auch noch sagen, dass Privoxy selbst aber nicht wieder abgefangen werden soll, sondern dass Privoxy selbst mit dem Internet reden darf, sonst hat man da halt eine Schleife drin und das ist halt auch ein Problem. Eigentlich alle gängigen Paketfilter können das. Ich nutze halt selber den Paketfilter von OpenBSD, der halt bei ElectroBSD übernommen wurde. Aber wenn man jetzt irgendwie irgendwas GNU-Linux-basiertes einsetzt, dann sollte es auch zu konfigurieren sein.
Ja, wenn man feindliche Nutzer auch noch hat oder davon ausgeht, dann sollte man zusätzlich noch darüber nachdenken, dass man verbietet, dass Privoxy sich mit sich selber verbindet. Ansonsten hat man da auch wieder kleinere Schleifen drin. Das ist jetzt kein größeres Problem. Also Privoxy hat intern ein Limit, wie viele Verbindungen gleichzeitig passieren. Und von daher ist das auch kein Angriff, wo ich sagen würde, ja, das wird irgendjemand irgendwie bewusst einsetzen, halt einfach, weil das nicht effektiv ist. Aber man sollte eventuell darüber nachdenken. Ja, die Einschränkung, dass es nur mit HTTP, also der unverschlüsselten Version, funktioniert, hatte ich ja schon erwähnt. Kommen wir zur Kombination von Privoxy und Tor. Ich nehme an, dass ihr grundsätzlich wisst, was Tor ist. Also auf die Details von Tor werde ich hier auch nicht eingehen. Tor ist ein Anonymisierungsnetzwerk, was man auch mit Privoxy nutzen kann. Da Privoxy vor einigen Jahren zusammen mit Tor verbreitet wurde, haben viele Nutzer immer noch so im Hinterkopf, ja, ich muss ja irgendwie Privoxy und Tor zusammen verwenden, weil sonst habe ich irgendwie keine sichere Konfiguration. Aber eigentlich ist es so, dass Privoxy schon seit einigen Jahren halt nicht mehr offiziell auch vom Tor-Projekt verbreitet wird. Und auch ich würde sagen, dass wenn das Ziel einfach nur ist, anonyme Internetnutzung, dann ist es halt sinnvoller, sich den Tor-Browser runterzuladen und Privoxy komplett zu ignorieren. Wenn man dann irgendwie mit Tor seine Erfahrungen gesammelt hat und sagt, oh, jetzt habe ich mir Privoxy auch noch angeguckt und ich habe noch irgendwie einen Anwendungszweck, den ich damit, wo ich Privoxy und Tor sinnvoll kombinieren kann, dann kann man das machen. Also ich kombiniere auch Privoxy natürlich mit Tor, aber es ist halt nicht zwingend notwendig. Ja? Würde man dann was? Würde man dann anhand des User-Agents versuchen, um zu routen, indem man zwar den Browser einsetzt, oder was ist da der beste Weg, das zu machen? Die Frage war, was der beste Weg ist, wenn man Privoxy und Tor konfiguriert hat, aber beide Anwendungszwecke unterstützen möchte, also dass man sowohl mit dem Browser direkt, dass man mit dem Browser einmal nur Privoxy nutzt oder dass man mit dem Browser erst Privoxy nutzt und dass Privoxy die Anfrage weiterleitet. Und die Fortsetzung der Frage war, ob man dafür das dann anhand des User-Agent machen könnte oder machen sollte. Also das würde ich auf jeden Fall auch empfehlen. Das ist auch die Frage, wie häufig man das überhaupt braucht. Also ich mache das eigentlich so, ich leite standardmäßig alles an Tor weiter und dann mache ich ein paar Ausnahmen für bestimmte Seiten, die ich, also zum Beispiel die, wo das meine eigenen Seiten sind oder wo ich das über SSH erreichen möchte. Und bei mir ist das eigentlich in der Regel schon anhand des Fields erkennbar. Aber wenn man wirklich das anhand von Profilen machen würde, dann würde ich auch sagen, dann ist der User Agent dafür ein guter Weg. Eine weitere Möglichkeit wäre, dass man das über die Client-Based-Tags macht. Also dann würde man einen Tag definieren, was dann irgendwie heißt Tor aktivieren und dann könnte man halt im Browser das Webinterface von Privoxy aufrufen und dann halt bewusst klicken, so jetzt läuft Tor oder jetzt läuft halt nicht Tor. Aber dazu sollte ich auch sagen, die offizielle Empfehlung vom Tor-Projekt wäre halt, dass wenn du Tor nutzen möchtest, dann, dass du dann den Tor-Browser nutzt, weil Tor-Browser macht halt andere Sachen, die Privoxy nicht macht und Privoxy macht Sachen, die der Tor-Browser nicht macht. Und gerade wenn das Ziel ist, die möglichste Anonymität zu haben, auch nochmal in Bezug auf Fingerprinting, was ja im Bereich Tor nochmal ein anderes Thema ist, da kann man schon sagen, dass man, wenn man den Tor-Browser nutzt, dann ist die Chance am größten, dass man so aussieht wie die anderen Tor-Browser-Nutzer. Und wenn man sich alle Anfragen anguckt, die das Tor-Netzwerk verlassen, dann würde man wahrscheinlich feststellen, dass die meisten wie Tor-Browser aussehen. Und wenn man dann seine Anfragen so aussehen lässt, als würden die aussehen wie ein Browser XY mit Privoxy, und wenn einer tatsächlich darauf gucken würde, dann ist das dann eventuell, hat man eine geringere Anonymität, als wenn man jetzt den Tor-Browser nutzt. Um Privoxy mit Tor zu kombinieren, muss man Privoxy halt sagen, dass die Anfragen weitergeleitet werden können. Das geht einmal in der Hauptkonfigurationsdatei. Das ist der Weg, der schon seit Jahren möglich ist. Da sagt man halt, dass SOX 5 verwendet werden soll. SOX 5 ist das Protokoll, was Tor nutzt, um von der Anwendung gesagt zu bekommen, welcher Zielserver erreicht werden soll. Also Tor unterstützt ja nicht nur HTTP, sondern Tor kann man auch mit allen möglichen anderen Protokollen, also TCP-basierten Protokollen nutzen, und SOX 5 erlaubt halt TCP-Verbindungen zu tunneln. Und bei der Zieladresse, also wenn man das über die Konfiguration macht, hat man dann in der zweiten Zeile, also das ist in der zweiten Spalte hier, das ist ein
ein Muster, das vorgibt, mit welchen Anfragen Prevoxy das machen möchte. Hier dieser Schrägstrich, der ist halt das einfachste Muster, der halt sagt, mit beliebigen Zielserveradressen und beliebigen Pfaden soll halt an diese Serveradresse, das ist bei mir halt mein Tor, also es ist Adresse 127.1.2 und Port 9050. Hier dieser Punkt, der ist wichtig und der wird manchmal übersehen. Der Punkt sagt halt, dass danach nicht noch ein weiterer HTTP-Proxy verwendet werden soll. Also man kann Prevoxy auch sagen, dass die Anfrage durch Tor geleitet werden soll und dann, wenn sie Tor verlässt, dann soll die nochmal über irgendeinen Webproxy, der halt im Internet rumsteht, geleitet werden sollen. In Bezug auf die Anonymität ist das eine eher schlechte Idee, aber in anderen Szenarien kann das sinnvoll sein. Also könnte sein, dass man irgendwie einen eigenen Server betreibt und man verwendet dann hier als SOX-Server nicht Tor, sondern vielleicht SSH. Da könnte man sagen, dass Prevoxy die Anfrage über SSH weiterleiten soll zu einem HTTP-Proxy. Und das kann in bestimmten Umständen eine sinnvolle Konfiguration sein. Ein neuerer Weg, Tor zu konfigurieren, ist das hier über die Action-Dateien zu machen. Das hat im Wesentlichen Vorteil, dass man die Hauptkonfiguration nicht anpassen möchte und die Syntax ist aber grundsätzlich gleich. Kommen wir zum Einsatz von Prevoxy als Teil von Tor Location Hidden Services. Ich wurde vorhin nochmal darauf aufmerksam gemacht, dass ich nicht Tor Location Hidden Services sagen sollte, sondern Darknet, damit nochmal alle aufwachen und weil das ja derzeit so ein bisschen gehypt ist. Also Tor Location Hidden Services, damit kann man Server betreiben, wo halt für den Nutzer nicht so klar zu erkennen ist, wo der Server gerade steht. Das kann sinnvoll sein, wenn man irgendwelche Materialien veröffentlicht, die für die Regierung, die für einen relevant ist, unerwünscht erscheint. Es kann aber auch hilfreich für den Nutzer sein, weil die Adressen, die Tor Location Hidden Services, die sind auch nochmal selbstauthentifizierend. Das heißt, es ist eine höhere Sicherheit da, als wenn man sich wie bei HTTPS an diese CA-Struktur halten muss. Und dadurch ist es dann schwieriger, das abzufangen. Also von daher ist es aus meiner Sicht, also wenn ich die Wahl habe, ob ich jetzt irgendwie eine normale Domain, also hier im Sinne www.prevoxy.org nutze oder ob ich halt so eine Hidden Service Adresse nutze, dann nutze ich halt lieber die Hidden Service Adresse. Und von daher ist das, wenn man halt eine Webseite betreibt, ist das ein netter Service für die Nutzer, dem Nutzer halt da die Wahl zu lassen. Also selbst wenn man sagt, das, was ich mache, da steht eh mein Name und das ist meiner Regierung egal und Feinde habe ich auch nicht, dann kann man halt trotzdem sagen, ja, vielleicht hat der Nutzer irgendwie das Bedürfnis, sich anonym im Netz zu bewegen und möchte eine möglichst hohe Sicherheit, dann kann man das halt als Alternative machen. Ein Problem dabei ist, dass viele moderne Webanwendungen, die haben halt ganz oft hardcodiert, was die Adresse vom Server ist und das anzupassen ist ein hoher Aufwand und da kann es dann schon mal sein, dass man sagt, ja, das ist jetzt Kosten-Nutzen, mache ich das jetzt, stecke da Stunden rein, dann mache ich es vielleicht lieber nicht. Man kann Prevoxy einsetzen, um dieses Problem zu umgehen. Dazu möchte ich aber ausdrücklich noch betonen, das ist wirklich nur gedacht, wenn man wirklich nicht davon ausgeht, dass der Server jetzt der Ort vom Server geheim bleiben muss, weil wenn man Prevoxy noch zu der Kette dazu tut, hat man wieder mehr Code und dadurch ein höheres Angriffsszenario. Das heißt nicht, dass es wirklich leichter anzugreifen ist, aber es ist schon sinnvoll, das möglichst einfach zu machen. Und wenn man jetzt also einen Tor Location Hidden Service betreiben möchte, der wirklich nur geheim ist, also wo es auch keine normale Domain gibt, die man irgendwie noch zusätzlich abfragen könnte, da wäre das dann wahrscheinlich sinnvoller, Prevoxy nicht einzusetzen. Und in diesem Fall hat man auch mehr Macht über die Konfiguration und von daher gibt es da wahrscheinlich auch keinen Grund, dann Prevoxy einsetzen zu wollen. Also ich habe zum Beispiel Prevoxy vor kurzem auf einen Location Hidden Service gesetzt, wo ich den Webserver gar nicht kontrolliere. Also da hatte mich eine Gruppe drum gefragt, das war ein Webserver, das war dann zum Beispiel WordPress und irgendwie was anderes noch. Ich glaube DokuWiki und da waren halt oft URL mit absoluten Adressen drin und wenn der Nutzer die über eine Tor Location Hidden Service aufrufen würde, wird er halt die Adresse mit der absoluten URL bekommen und dann die nächste Anfrage wird dann wieder trotzdem noch über Tor gehen, aber halt nicht mehr an den Hidden Service und das ist dann halt ein Problem. Wenn man Prevoxy dazwischen stellt, kann man halt die Adressen wieder umfiltern, sodass es komplett im Hidden Service bleibt. Ja. Könnte man dann auch IoT-Geräte, sagen wir mal Garagenöffner und solche Systeme, wenn man, sagen wir mal, diese Geräte in so einem Subnetz hat, die nochmal besser schützen? Das könnte man machen, aber in dem Bereich, man kann auch Tor selber als abfangenden Proxy einsetzen und wahrscheinlich würde man dann auch dafür Prevoxy eventuell nicht brauchen. Also es kommt natürlich darauf an, also in diesem Internet of Things, da ist ja auch so die Produktqualität oft sehr niedrig, aber wenn man halt da also eine höherwertige Qualität hat, dann sollte das nicht notwendig sein, aber ja, wenn das wirklich so von der Qualität nicht so gut ist, dann könnte man das tun, ja.
Also hatte ich die Anfrage wiederholt? Also die Anfrage war halt, ob man das auch einsetzen kann, um ein Internet of Thing-Gerät etwas abzusichern. Achso, ja, die Anfrage bei statischen Websites ist in der Regel nicht notwendig. Also zum Beispiel die Privoxy-Webseite, wenn man sich die mal anguckt, die ist jetzt nicht so komplex. Und da wäre das auch durchaus möglich, da einfach die noch auf einen weiteren Server zu packen und das dann ohne Privoxy zu betreiben. Aber natürlich ist das auch noch ein Test für uns, dass wir halt wissen, ja, Privoxy funktioniert in dieser Funktionalität noch. Also, aber je einfacher die Webseite ist, desto einfacher ist es eigentlich auch, die als Location-Hidden-Service zu betreiben. Ja, der Aufbau ist dann hier doch mal ein bisschen komplexer. Also es ist dann praktisch, der Teil, den ich jetzt hier bespreche, das ist praktisch der Bereich. Also der Nutzer muss natürlich auf seiner Seite Tor nutzen, damit er überhaupt einen Location Hidden Service aufrufen kann. Aber Privoxy selber müsste er nicht verwenden. Und wie gesagt, Privoxy wird halt hier an dieser Stelle verwendet, um die Anfragen so umzuändern, dass der Webserver die akzeptiert und gleichzeitig die Antworten vom Webserver so umzuschreiben, dass die Anfragen wieder beim Hidden Service ankommen. Hier ist dann erstmal die Tor-Konfigurationsdatei, die man dafür braucht oder verwenden kann. Also eigentlich die Änderung ist, also das hier ist so praktisch Standardkram, der ist in der Regel eh schon vorhanden. Das habe ich einfach bei mir rauskopiert. Also das ist jetzt wirklich die Konfiguration, die auf dem Hidden Service für Privoxy läuft. Der wichtige Teil ist eigentlich das. Also man sagt Tor, dass man einen Hidden Service betreiben möchte, gibt ein Verzeichnis an, in dem ein paar wichtige Dateien gespeichert werden sollen, gibt noch hier den Port an. Also das heißt, dass der Hidden Service auf Port 80, also dem üblichen HTTP-Port, verfügbar sein soll und dass Tor die Anfrage dann an den lokalen Port 8118 weiterleiten soll. 8118 ist der Standardport von Privoxy. Wenn man das getan hat und Tor neu gestartet hat, dann wird wird hier in dem Verzeichnis, was man konfiguriert hat, eine Hostname-Datei abgelegt. Darin wird eine Adresse geschrieben und das ist dann die Adresse, die der Nutzer aufrufen müsste. Wenn man die Adresse hat, kann man anfangen, Privoxy zu konfigurieren. Erstmal sollte man diese Änderung in der Konfiguration vornehmen. Accept Intercepted Requests muss wieder aktiviert werden, damit Privoxy abgefangene Anfragen akzeptiert. Das ist halt so, wenn die Anfragen aus Tor raus, also aus dem Tor rauskommen, dann sehen die aus Privoxy-Sicht halt vergleichbar aus wie eine Anfrage, die abgefangen wurde. Das heißt, in der ersten Zeile ist nicht die absolute URL, sondern nur der Pfad angegeben und damit Privoxy das akzeptiert, sollte es halt aktiviert werden. Zusätzlich sollte aktiviert werden, dass Privoxy alle Anfragen blocken kann. Also Privoxys eigene Webinterface, das wird standardmäßig nicht geblockt. Also selbst wenn man in der Konfiguration sagt, wenn die Anfrage so und so aussieht, dann soll die geblockt werden. Wenn die ans Webinterface geht, dann wird die durchgelassen. Beim Hidden Service kann es sein, dass man das nicht möchte. Und von daher sollte man halt das deaktivieren, damit die Blocks dann wirklich greifen. Die Enforce Blocks Option, die verhindern, dass der Nutzer, wenn er eine Anfrage geblockt bekommt, einfach sagt, ja, möchte ich trotzdem sehen. Also standardmäßig, dafür hatte ich jetzt hier, glaube ich, keinen Screenshot gezeigt, ist es so, dass wenn man eine Seite aufruft, die man laut Privoxy-Konfiguration geblockt werden soll, bekommt man halt so eine Fehlermeldung, die Anfrage wurde geblockt und dann halt eine Begründung, die der Administrator hinterlassen hat. Und der Nutzer hat dann aber noch die Wahl zu sagen, ja, ich möchte jetzt aber trotzdem drauf. Das ist dafür gedacht. Im Regelfall ist halt der Privoxy-Administrator und der Nutzer sind die gleichen Personen, also von daher gibt es da keinen Grund, den Nutzer irgendwie zu gängeln. Aber in anderen Konfigurationen kann es halt so sein, dass der Administrator wirklich die Nutzer gängeln möchte oder gängeln soll und dafür ist halt diese Option. Zusätzlich kann man noch die Kompression anstellen, das heißt, dass Privoxy, nachdem die Anfragen gefiltert wurden, die wieder komprimiert. Privoxy kann komprimierte Antworten entpacken, um sie halt zu verändern. Standardmäßig werden die danach nicht wieder neu gepackt, weil wenn Privoxy und der Client sehr nah beieinander sind, ist halt das Packen aufwendiger als das Schicken. Und wenn man aber einen Hidden Service betreibt, kann man überlegen, ob das Sinn hat, das dann auch komprimiert zu schicken. Sollte man auf jeden Fall testen. Ich gehe davon aus, dass das nur in wenigen Szenarien wirklich einen Geschwindigkeitsunterschied ergeben würde, den der Nutzer sieht. Und aber da kann man auf jeden Fall ausprobieren. Der Privoxy-Service, bei dem ist das nicht aktiviert. Also bei dem Hidden Service, der Privoxy.org als Hidden Service ausliefert.
Aber ich habe es halt auch nicht getestet. Also da war eigentlich mein Grund nur so, ich habe es jetzt noch nicht verifiziert, dass es irgendwas in der Geschwindigkeit verbessert und von daher habe ich es nicht aktiviert. Der Proxy-Filter, der hier gezeigt wird, der geht halt auf den Seiteninhalt, guckt halt, ob da irgendwo eine Adresse im Text ist, die aussieht, als wäre das eine absolute Domain. Und ersetzt dann die Domain durch die Onion-Adresse, die aus der Tor-Konfiguration kommt. Man sieht auch hier, selbst wenn die absolute Adresse eine HTTPS-Adresse wäre, wird das hier wieder auf HTTP umgeleitet, einfach damit, weil es beim Onion-Service standardmäßig halt kein HTTPS verwendet wird. Das kommt daher, dass wenn man HTTPS und eine Onion-Adresse kombinieren würde, dann wird man halt ein Zertifikatsproblem bekommen, weil die anerkannten CAs in der Regel keine Zertifikate für Onion-Adresse ausgeben. Also wenn man so viel Geld hat wie Facebook, dann wird auch schon mal eine Ausnahme gemacht, aber wenn man halt als kleinerer Nutzer ankommt, dann hat man da derzeit keine Chance. Das wird sich wahrscheinlich langfristig verbessern, aber derzeit ist es halt nicht der Fall. War es eine Frage? Genau, die Frage war, ob das mit Let's Encrypt vielleicht geht. Also Privoxy.org nutzt Let's Encrypt-Zertifikate, aber derzeit wird für Let's Encrypt werden noch keine Onion-Zertifikate ausgestellt. Mein Stand ist, da bin ich jetzt auch nicht irgendwie auf dem letzten Stand, aber dass das durchaus angedacht ist, aber meines Wissens ist das jetzt derzeit noch nicht möglich. Je nach Anwendung kann es sein, dass man eventuell noch einen weiteren Filter braucht, der die HTTP-Header verändert. Also das könnte sein, wenn man eine Anwendung hat, die irgendwie noch den Referrer prüft oder grundsätzlich sehr anspruchsvoll ist, was die Anfragen angeht. Aber in dem Fall von Privoxy, was eine einfachere Konfiguration ist, ist das nicht der Fall. Wenn der Privoxy-Filter, der gerade gezeigt wurde, konfiguriert ist, kann man anfangen, die Action-Datei zu verändern. Also erstmal sollte man sagen, dass alle Anfragen nicht durchgelassen werden. Das ist einfach so, es könnte sein, dass man irgendwie später vielleicht einen Konfigurationsfehler macht und dass man dann über den Hidden Service Privoxy erreichen kann und dann das Netzwerk, in dem Privoxy und Tor laufen. Wenn man da, von daher, das ist dann so ein bisschen defensiv, das verhindert das in der Zukunft, oder na, verhindert es nicht, aber es reduziert die Chance, dass in der Zukunft eine Fehlkonfiguration irgendwie größere Probleme macht. Und dann macht man eine Ausnahme für die Onion-Anfragen, also die Anfragen, mit denen man wirklich rechnet und die legitim sind und sagt dann, dass die nicht blockiert werden sollen, dass der Filter aktiviert werden soll und dass Privoxy die Anfrage an einen Webserver weiterläuft, der weiterleiten soll, der an diese Adresse lauscht. So, jetzt bin ich mit dem Haupt-Privoxy-Abschnitt durch. Also das ist jetzt für Privoxy selbst. Gegen Ende wollte ich jetzt noch ein paar Privoxy-Tools erwähnen. Das ist hier User-Agent, Privoxy-Log-Parser, Privoxy-Filter-Test und Privoxy-Regression-Test. Der UAGen, also der User-Agent-Generator, der ist schon einige Jahre alt und der wird eigentlich... Also wird noch viel angewendet, aber eigentlich ist es gar nicht mehr sinnvoll, den einzusetzen. Das ursprüngliche Problem war, dass der Firefox User Agent, der hat sehr viele Variablen gehabt und unter anderem auch eine Variable mit dem Datum, von wegen wann wurde er kompiliert und welche Sprachen waren aktiviert und welches Betriebssystem und so weiter. Und von daher war das so, dass wenn man ein weniger verbreitetes Betriebssystem hat, dass es dann eventuell schon und Firefox noch selber kompiliert, dass man eventuell schon einen User-Agent hat, der den Nutzer eindeutig identifiziert oder sehr nah dran ist. Also es kommt natürlich darauf an, wenn man Windows nutzt, dann hat man wahrscheinlich auch noch irgendwie andere Nutzer, die einen ähnlichen User-Agent hat, aber wenn man jetzt ein obskureres Betriebssystem hat, dann kann der User-Agent irgendwie schon eindeutig sein. Und der User-Agent-Generator, der generiert halt User-Agents nach dem Muster, die auch das auch Firefox verwenden würde und dadurch kann man dann diesen Fingerprint-Erkennung so ein bisschen verändern. Mittlerweile wird das zumindest von mir nicht mehr als sinnvoll erachtet, weil die Mozilla-Leute sind hingegangen und haben den im Firefox-User-Agent einige Felder ergänzt, einige Felder gefixt, also zum Beispiel das Feld, wann wurde es das letzte Mal kompiliert, das gibt es immer noch, aber es wird halt nicht mehr verwendet. Also da ist jetzt... wenn man ein Firefox-Update macht, bekommt man immer noch ein altes Datum da drin und von daher sind immer noch so Sachen wie Betriebssystem drin, aber die Sachen kann man auch einfach überschreiben. Also zum Beispiel beim Tor-Browser-Bundle ist das so, dass halt immer ein Firefox für Windows User-Agent generiert wird. Da wird dann einfach gesagt, ja, wenn alle Nutzer aussehen wie Firefox unter Windows, dann kann man da in der Masse gut untergehen und das ist auch aus meiner Sicht eigentlich sinnvoller.
Also selbst wenn man sagt, ja, ich möchte den User Agent verändern, dann würde ich eigentlich empfehlen, das dann nicht mehr über einen User Agent Generator zu machen, sondern einfach mal den fest zu verändern. Und wegen dem HTTPS-Problem würde ich auch zusätzlich sagen, dass dann eventuell das nicht in Privoxy gemacht werden sollte, sondern am besten direkt im Browser, weil der Browser das dann halt auch für HTTPS-Anfragen verwenden würde. Hier sind ein paar Beispiele. Das ist dieses Feld, was ich erwähnt hatte. Man sieht hier, das ist Firefox 17, also schon sehr veraltet, aber selbst wenn man eine aktuelle Firefox-Version angucken würde, wird sich dieser Wert nicht mehr ändern. Es verändert sich immer noch hier diese Versionsnummer und diese Versionsnummer. Und halt, man hat hier einmal das Betriebssystem und dann die Architektur. Und hier sieht man halt, also wenn man ein Sun-System hätte, ne, also dann sieht das schon ein bisschen anders aus. Und Sun-Systeme haben auch nicht mehr so viele Leute, also von daher wäre das schon ein Merkmal, an dem man den Nutzer recht eindeutig oder zumindest erleichtert wiedererkennen könnte. Privoxy Log Parser ist ein weiteres Perl-Skript. Ja, ich glaube, ich muss zeitlich ein bisschen ranziehen. Es hat zwei Funktionalitäten. Die ursprüngliche Funktionalität war Syntax-Highlighting. Also wenn man sich eine Privoxy-Log-Datei anguckt, die können was länger werden und ohne Syntax-Highlighting ist das dann ein bisschen unübersichtlich. Das mit Syntax-Highlighting sieht das so aus. Ich denke, ihr könnt da jetzt nicht alles im Detail erkennen, aber auf jeden Fall ist es so, wenn, also einmal sieht es bunter aus und schöner, aber es hat auch praktischen Nutzen. Also man kann anhand der Farben dann ein bisschen besser erkennen, wo man hingucken muss. Eine weitere Funktionalität, die ja später dazu kam, war Statistiken. Also Privoxy selber liefert auch über das Webinterface schon ein bisschen Statistiken aus, aber das ist halt nur, wie viele Anfragen wurden geblockt. Wenn man sich die Logdateien anguckt und auswertet, kann man das noch deutlich konkreter machen. Also hier sieht man dann zum Beispiel, es wurden ein bisschen mehr als 34.000 Anfragen angeguckt, von denen wurden 4.600 sowieso etwa 13% abgefangen und diese abgefangenen Anfragen gliedern sich wieder in ein bisschen weniger als 4.000 blockierte Anfragen und ein paar Umleitungen. Kommen wir zu Privoxy Filtertest. Privoxy Filtertest ist auch wieder in Perl geschrieben und hat im Vergleich zu den anderen Anwendungen, die ich vorstelle, die meisten Abhängigkeiten. Aber das ist auch, also die Abhängigkeiten hier sind etwas, was in der Distribution in der Regel erhalten ist. Aber auch vom Konfigurationsaufwand ist das, würde ich sagen, da muss man dann die meiste Zeit verwenden, weil das derzeit in den meisten Distributionen noch nicht verfügbar ist. Und es ist noch kein offizielles Privoxy-Tool. Also offiziell würde ich jetzt sagen, ist das, was halt von Privoxy.org ausgeliefert wird. Also das habe ich zwar auch habe ich selber geschrieben, aber es ist jetzt noch nicht in das Projekt integriert und von daher ist das auch in der Dokumentation noch nicht erwähnt. Und es kann sinnvoll eingesetzt werden, einmal bei der Fehlerdiagnose, aber auch, wenn man neue Filter schreiben möchte. Es hat eine Web-Oberfläche. Also man hat einfach ein einfaches Formular, wo man halt einen neuen Filter reinkippen kann. Und aufgrund des Alters ist es auch so, also man muss sich auch da mit Client-Kompatibilität keine Sorgen machen. Also wenn der Client irgendwie HTTP und HTML unterstützt, dann kann man davon ausgehen, dass das auch alles funktioniert, wenn man es einmal konfiguriert hat. Das Prinzip ist so, dass der vom Browser her die Anfrage an Privoxy Filtertest kommt. Also hier, Privoxy Filtertest liefert dann diese Webseite aus. Der Browser kann dann sagen, ich möchte jetzt eine Anfrage nach da und dahin schicken. Die Anfrage wird dann an Privoxy geschickt. Privoxy liefert die fragt am Webserver, was der Webserver liefern würde, wenn die Anfrage kommt. Der Webserver liefert die Antwort durch Privoxy an Privoxy Filtertest aus. Privoxy Filtertest kann bei der Anfrage einen Header setzen, der halt Privoxy sagt, dass es dieses Mal nicht gefiltert werden soll, also damit Privoxy Filtertest einmal die Originalversion bekommt. Und dann geht Privoxy Filtertest hin und sagt Privoxy, es soll die Datei nochmal abrufen, aber diesmal nicht vom Webserver, sondern von Privoxy Filtertest selber, also durch den integrierten Webserver. Und dann halt bestimmte Filter aktivieren. Dadurch kann dann Privoxy Filtertest sagen, oh, wenn man Filter aktiviert, sieht so aus, wenn man Filter nicht aktiviert, sieht so aus.
als schnelles Beispiel, also das war ja gerade angesprochen, wie das ist, wenn eine Webseite versucht, irgendwie zu erkennen, dass ein Werbeblocker ist. Hatte ich hier mal ein Beispiel, also irgendwer, der bestimmt nicht namentlich genannt werden möchte, hat mir eine URL geschickt, weil er halt meinte, da würde ich irgendwie was Sinnvolles sehen. Und ich habe halt leider nichts Sinnvolles gesehen, sondern nur diese Fehlermeldung. Die Fehlermeldung sagt halt, ich soll irgendwie JavaScript aktivieren, um halt proprietäre Software aus einer unvertrauenswürdigen Quelle auszuführen. Und das ist halt ja aus meiner Sicht nicht die richtige Lösung für dieses Problem. Ja, amüsanterweise gibt es auch noch, wenn man ein bisschen weiterklickt, kann man auch noch eine FAQ aufrufen, die einem dann nochmal das Problem erklären soll, aber da bekommt man halt dann nur angezeigt, was die Frage war, aber nicht die Antwort, also das ist auch nur eingeschränkt hilfreich. Wenn man im Seitentext guckt, dann wird das noch mysteriöser, also ich nehme an, von hinten kann man nicht alles lesen, aber hieraus geht auf jeden Fall hervor, es wird einmal gesagt, dass wenn JavaScript nicht aktiviert ist, dann soll halt diese komische Fehlermeldung generiert werden, die gerade im Screenshot zu sehen war, was ein bisschen merkwürdig ist, dass selbst wenn JavaScript aktiviert ist, also bei mir wird das nicht aktiviert, dann kommt nochmal praktisch die gleiche Fehlermeldung, also selbst wenn JavaScript aktiviert wäre, wäre halt die Fehlermeldung über JavaScript generiert worden, dass JavaScript nicht aktiviert wurde. Also manchmal kann man nur den Kopf schütteln, aber das sind halt die JavaScript-Entwickler, die machen manchmal merkwürdige Sachen. So, natürlich ist das auch in diesem Fall ein eher einfaches Problem. Also man kann halt einfach mal naiv davon ausgehen, wenn ich halt hier irgendwelchen Text habe und irgendein Verhalten, was ich nicht sehe, dann kann ich ja erstmal gucken, einfach den Text, den ich nicht sehen möchte, zu löschen und dann gucken, ob vielleicht das Problem schon gelöst ist. Das ist auch noch ein Beispiel, wo ich sagen würde, da braucht man eventuell gar nicht Prevoxy-Filter-Test, aber es ist halt für die Demonstration ein bisschen einfacher. In diesem Filter, im Prevoxy-Filter-Test in der Oberfläche wird halt einfach hier gesagt, bei welchem Filter man davon ausgeht, dass der irgendwie das macht, was man möchte. Also hier wird einfach gesagt, dass wenn eine Zeichenkette mit NoScript anfängt und mit NoScript aufhört, dann soll das Ganze, was erkannt wurde, gelöscht werden. Und hier wird halt gesagt, für welche URL das der Filter getestet werden soll. Dann klickt man halt hier auf Abfrage starten. Bekommt dann, wenn man weiter runter scrollt, bekommt man dann hier ein Diff. Also das ist dann einmal die Anfrage, die geliefert wird, wenn nicht gefiltert wird, und einmal die Anfrage, wenn gefiltert wird. Hier im Diff sieht man durch das Minus, also die Zeile, die man nicht mehr haben wollte, die wurde halt hier durch eine Leerzeile ersetzt. Und das ist praktisch schon das, was man wollte. Dann kann man hier sagen, ja, das ist ausreichend gut, denn speichere ich den Filter. Und was nicht implementiert ist, also der Filter wird dann gespeichert und ist verfügbar, aber man muss dann trotzdem noch sagen, dass der Filter auch wirklich aktiviert werden soll. Kommen wir zum Schluss noch zu Prevoxy Regression Test. Prevoxy Regression Test ist ein weiteres Perl-Skript, was als Abhängigkeit auch noch Curl hat, aber auch das ist auf den meisten Distributionen verfügbar. Ursprünglich wurde das nur entwickelt, um halt Fehler in Prevoxy selber zu erkennen, also sinnvoll für Entwickler war es ursprünglich. Mittlerweile ist es aber auch so, dass auch wenn man ein Paket von der Distribution hat, kann man auch dafür Prevoxy Regression Test einfach mal gegen Prevoxy laufen lassen, um zu gucken, hat der Paketierer auch irgendwie so die Grundlagen irgendwie richtig gemacht. Also es gibt Distributionen, die irgendwie für Prevoxy wesentliche Dateien einfach nicht ausliefern, sodass irgendwie nur eine Teilmenge von Prevoxy funktioniert. Und wenn man das nicht testet, dann ist das vielleicht gut genug für manche Szenarien, aber grundsätzlich sollte schon sein, dass Prevoxy Regression Test auch sagt, ja, sieht alles in Ordnung aus. Es ist nicht so, dass man dadurch alle Fehler wirklich erkennen kann, aber es ist schon so, dass man offensichtliche Fehler halt erkennen kann. Also wenn man einen Fehler diagnostizieren möchte und halt nicht weiß, wo das Paket herkommt, dann kann man da schon mal gucken, es sieht von Weitem alles richtig aus. Also ein weiteres Problem ist hier, dass nicht alle Paketierer das paketieren. Aber da es halt nur ein Perl-Skript ist, kann man das in der Regel auch direkt selber runterladen und dann ausführen. Ein Vorteil, der noch ganz nett ist, Prevoxy Regression Test muss nicht zwangsläufig auf dem gleichen System laufen wie Prevoxy, also es läuft auch selber über das Netzwerk. Und das heißt, man kann auch von einem System dann irgendwie Prevoxy auf Betriebssystemen testen, wo man halt keine Perl-Implementierung hat. Halt die ganzen Amiga-Nutzer zum Beispiel. Standardmäßig muss man die Konfiguration auch nicht verändern. Also das heißt, wenn man Prevoxy auf den üblichen Port lauschen hat, also 127.0.1.000 und als Port 8118, dann sagt man einfach hier, das Skript soll laufen. Das Skript geht dann zu Prevoxy, lädt sich die ganzen Konfigurationsdateien runter, die das Webinterface anbietet. Und
führt dann hier eine Reihe von Tests aus, es zeigt hier keine Fehler an. Es werden auch automatisiert Tests erkannt, wenn konfiguriert ist, dass dieser Test mit der Proxy-Konfiguration nicht funktionieren kann. Also ein Beispiel wäre, dass es gibt Privoxy-Tests, die halt voraussetzen, dass Privoxy-Feature XY aktiviert ist, und wenn man dann testet und der Test fehlschlägt und das Feature ist halt nicht aktiviert, dann ist das genau das, was man erwartet. Und von daher geht Privoxy-Regression-Test halt hin und überschlägt solche Tests. Man kann aber auch sagen, dass die übersprungenen Tests angezeigt werden sollen, dann bekommt man nochmal eine nähere Begründung da, aber als einfacher Nutzer kann man sich das eigentlich schon sparen. Also man kann einfach den Test ausführen und sich das Ergebnis angucken. Das ist ein Beispiel aus der offiziellen Privoxy-Grundkonfiguration. Die Syntax für Privoxy-Regression-Test, die ist einfach hier als Kommentar getarnt. Also Privoxy-Regression-Test kriegt als hier gesagt, dass die Anfrage sowieso halt geblockt sein soll. Und Privoxy selber würde aber diese Zeilen ignorieren, weil es ein Kommentar ist. Hier ist ein weiteres Beispiel mit etwas anderer Syntax. Aus zeitlichen Gründen werde ich da jetzt nicht weiter darauf eingehen. Ja, Reproducible Builds wollte ich zum Schluss noch kurz ansprechen. Also ich weiß nicht, so das Stichwort nehme ich an, habt ihr schon mal gehört. Also Reproducible Builds, da ist das Ziel, dass wenn man Software kompiliert, dass jemand anderes auf einem anderen System das auch mit dem gleichen Ergebnis kompilieren kann. Ein Problem für Privoxy ist hier, dass wir nicht die ganze Toolchain, die der Anwender nutzt, kontrollieren. Von daher ist es so, man kann unter bestimmten Bedingungen Privoxy reproduzierbar bauen, aber im Wesentlichen hängt das halt von der Distribution ab, und es gibt Distributionen, die das schon machen. Also Debian ist zum Beispiel in dem Bereich aktiv, oder ElectroBSD, das Betriebssystem, an dem ich selber beteiligt bin, ist in dem Bereich aktiv. Aber wenn euch das Thema so ein bisschen am Herzen liegt, dann wäre das sinnvoll, dass ihr da auf die Distribution irgendwie nochmal zugeht und dann halt da das Interesse äußert. Ja, ganz zum Schluss wollte ich noch auf ein Problem aufmerksam machen. Ich hatte gesagt, dass wenn man das Webinterface aufruft, dann fängt Privoxy die Anfragen ab. Also das ist das Ziel. Wenn Privoxy die Anfragen nicht abfängt, dann ist das in der Regel eine Fehlkonfiguration. Also dass der Nutzer denkt, ich habe jetzt Privoxy konfiguriert, hat es aber gar nicht getan. Von daher lassen wir auch den offiziellen Server laufen. Also config.privoxy.org ist ein Webserver, den gibt es auch im richtigen Internet. Aber die Idee ist halt, dass keine Anfragen da ankommen, und wenn Anfragen da ankommen, kriegt man halt die Meldung, ja, du hast Privoxy wahrscheinlich nicht richtig konfiguriert. Was aufgefallen ist bei der vor kurzem, ist, dass dieser Server, der eigentlich nur Anfragen von Privoxy bekommen sollte und auch nur, wenn Privoxy falsch konfiguriert ist, der kriegt eine Reihe von Anfragen. Also hier waren das im Januar, als ich mir das angeguckt habe, waren das halt insgesamt irgendwie 68.000 Anfragen an die Adresse, auf der an die Serveradresse, an der Server lauscht. Und davon waren irgendwie 449.000, die sahen so aus, als würden die überhaupt nicht von Privoxy kommen. Aber vermutlich ist das schon irgendwie mal eine Privoxy-Basisversion gewesen. Also sieht so aus, als wird halt irgendjemand Privoxy nehmen und das verändern und dann irgendwie komische Sachen damit machen. Also es ist offensichtlich eine Fehlkonfiguration, aber es ist halt kein Fehler, den wir kontrollieren können. Und von daher ist davon auszugehen, dass es halt an diesem Tag halt irgendwie 49.000 Anfragen von Nutzern gab, die irgendwie eine falsche Version nutzen. Die Anfragen kommen irgendwie interessanterweise auch alle mit einem User-Agent, der so ein bisschen wie Chrome aussehen. Aber das Problem ist halt noch nicht analysiert. Also wenn ihr irgendwie dazu irgendwie sachdienliche Hinweise habt, oder wenn ihr auch selber irgendwie Chrome einsetzt und feststellt, dass irgendwie Anfragen nicht richtig weitergeleitet werden können, dann könnt ihr euch gerne nochmal bei mir melden. Ja, das war mein Vortrag. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich sehe keine weitere Fragen. Ach so. Die Anfrage war, was man mit EasyLists macht, wie man das reinfrickelt. Also EasyList ist ein Anbieter von Konfigurationsdateien, die man mit Adblockern nutzen kann. Privoxy selber versteht das Format nativ nicht. Es gibt ein paar Skripte, die das umwandeln. Ich selber setze das nicht ein, weil, wie ich anfangs gesagt habe, also die Konfiguration, mit der bin ich sehr zufrieden. Ich fände es aber auch interessant, also wenn jemand regelmäßig EasyList nutzt und dann mir sagen würde, hier, da gibt es Anfragen, die halt geblockt werden sollen, aber nicht geblockt werden, und die geblockt werden, wenn man EasyList irgendwie integriert, dann würde ich mich das auf jeden Fall interessieren, und es würde auch die Chancen erhöhen, dass das irgendwann nativ unterstützt wird. Also wenn du da irgendwie experimentieren würdest,
ja, finde ich das gut. Also das Problem ist so ein bisschen, es gibt nicht irgendwie eine unabhängige Quelle, die halt sagt, wir haben jetzt irgendwie 5 Webblocker getestet und wir haben jetzt die und die Anfragen wurden halt nur da und da geblockt. Und von daher ist das halt für mich schwierig abzuschätzen, wie sinnvoll das ist. Ne? Also ich weiß, dass es vereinzelt Nutzer gibt, die das macht und es gibt verschiedene Konverter. Also es gibt teilweise welche, die sind dann irgendwie in Shell geschrieben und teilweise in Haskell. Also von daher, da ich die selber nicht einsetze, kann ich auch nicht sagen, nimm den, der ist irgendwie besser. Ich würde einfach sagen, probiere verschiedene aus. Also ein Problem ist so, das Format kann man nicht hundertprozentig übersetzen, von daher geht ein bisschen immer verloren, aber man kann natürlich schon die einfachen Regeln irgendwie übernehmen und bei den Regeln, die nicht übersetzt werden oder die nicht korrekt übersetzt werden, könnte man halt nochmal überlegen, wenn die nicht übersetzt, weil der Konverter kaputt ist oder weil das einfach von der Syntax nicht möglich ist. Aber auch da könnte man halt überlegen, wenn das von der Syntax nicht möglich ist, dann wäre es halt sinnvoll, dass Prevoxy das vielleicht auch irgendwann nativ unterstützen würde. Ja, weitere Fragen? Okay, besten Dank.